und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Aufreiß. Heute öffnen wir die Dezember 2017 Snackbox von Vernascht die Welt und zwar präsentiert von Akasha. Ich freue mich. Kanada. Kanada, hier Kanada. Ja. Ja, fangen wir doch an mit dem Coffee Crisp. Oh, das ist was für den Saibu. Coffee Crisp. Coffee Crisp besteht aus einer Knusperwaffel mit Vanille- und Kaffeegeschmack. Lecker. Die Waffel ist umhüllt von einer Vollmilchschokolade. Der Riegel wurde in den 30ern entwickelt und hieß ursprünglich One Tree's Wafer Crisp. Dieser wurde allerdings wenige Jahre später in Coffee Crisp umbenannt. Der Riegel wird seit jeher in Toronto hergestellt. Er ist von Nestle. Den darfst du dir auch alleine gönnen. Ich bin ja nicht so der... Also ich liebe Kaffee, aber ich probiere das von dir mal, aber ich bin ja nicht so Kaffee mit im Nachtisch und so. Das mag ich nicht so. Dann haben wir als nächstes... Maynard's Swedish Berries. Ja. Was ist das? Es ist auf jeden Fall weich. Also, ein schwedisches Unternehmen wollte im 20. Jahrhundert in den nordamerikanischen Markt expandieren. Diese wollten ein Produkt anbieten, welches die schwedische Kultur widerspiegelt. Und aus diesem Grund haben sie Gummibärchen entwickelt, die wie Fische aussehen. Da die Fischerei damals Schwedens Kultur prägte. Heutzutage gibt es diese Gummibärchen in verschiedenen Formen und Geschmäckern. Und diese werden in Hamilton, Provinz und Ontario, Kanada hergestellt. Okay. Ich hatte mich kurz gefragt, was schwedische Weingummis mit Kanada zu tun haben. Ja, die werden da halt Zeit hergestellt. Gut. Als nächstes haben wir Big Mac Soße. Oh. Das ist ja mal cool. Boah. Also, die habe ich auch noch nie irgendwie so bei uns gesehen. Nee, habe ich auch noch nie zu kaufen gesehen. McDonald's Ketchup kennt man, McDonald's Mayonnaise, aber Big Mac Soße. Das ist ja schon richtig cool. Ein kleines Weihnachtsspecial zum Jahresende. Die beliebte Big Mac Soße. Ein kleiner Fun Fact zu dieser Soße. Diese wird in den USA produziert, wird allerdings dort nicht verkauft, sondern weltweit nur in Kanada. Wow. Ja. Und wir haben jetzt ein Exemplar hier. Wie cool. Da freue ich mich. Da wir uns auch zwischendurch Burger selber machen. Ja, aber es ist eine Sandwich-Soße, steht drauf, ne? Aber gut. Ne? Das finde ich cool. Das finde ich auch richtig toll. Das gefällt mir. Als nächstes haben wir einen Mr. Big. Mr. Big? War der nicht von Sex in the City? War das nicht Mr. X? Nein, das war Mr. Big. Mr. Big. Da gibt es auch zwei von. Gott sei Dank. Es ist von Cadbury. Es kann nur gut schmecken. Auf jeden Fall ist es mit Erdnüssen, wie es aussieht. Ich lese gleich mal. Mr. Big ist 20 cm. Also an alle Mädels, die das gucken, das sind 20 cm. Lasst euch nicht verarschen. 20 cm lang. Der lange Schokoriegel besteht innen drin aus einer geschichteten Vanillewaffel. Diese ist umhüllt von Erdnüssen, Puffreis und einer Schokoladenummantelung. Klingt gut. Das klingt wirklich gut, muss ich ja mal sagen. Das könnte mir auch schmecken. Als nächstes haben wir Ritz-Crisps. Das sind Cracker, Ritz-Cracker. Ja. Die Ritz-Crisp wie auch immer. Finds. Finds
sind leckere und im Ofen gebackene Chips in der Geschmacksrichtung Cream Cheese und Onion. Hört sich sehr lecker an. Ja, finde ich auch. Cream Cheese hört sich super an. Cheese and Onion. Dann haben wir... Du hast eins übersprungen. Nein, habe ich nicht. Doch. Nein, habe ich nicht. Rechts steht es. Da bin ich doch jetzt erst angekommen. Ja. Ich habe noch gar nichts übersprungen. Mein Fehler. Das sieht ja schon mal richtig gut aus. Karamilk. Karamilk besteht aus ungesüßter Schokolade. Sehr gut. Mit einer leckeren Karamellfüllung. Schokolade wird seit 1968 von Cadbury in Toronto hergestellt. Lecker, lecker. Ja. Und jetzt kommt der Oberburner. M&M's Karamell. Muss man dazu sagen, kennen wir, weil wir uns die zwischendurch von Freunden aus Amerika direkt mitbringen lassen. Aber das sind nie so große Tüten. Nein. M&M's Karamell ist ein besonders beliebtes M&M-Produkt in Kanada. Die knackigen und gleichzeitig zart schmelzenden Schokolinsen mit einer Karamellfüllung gehören zu den beliebtesten Knabberartikeln Kanadas. Das verstehe ich. Ich würde sagen, eigentlich sind wir, glaube ich, Kanadier. Ja, wir wurden im falschen Land geboren. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Turtles! Jetzt kommt Turtles. Da sind auch zwei von da, das ist auch gut. Dann muss ich erstmal ein bisschen ranzoomen. Ah ne, da sind sogar sechs, weil da sind drei Stück drin, steht drauf. Turtles! Turtles wurden ursprünglich schon 1918 entwickelt. Die Idee zum Namen kam, als der Geschäftsmann in einer Schokoladenfabrik seine neueste Idee präsentierte und ein Mitarbeiter meinte, dass diese Leckerei doch wie eine Schildkröte aussieht. Also wie, soll ich mal eine ausmachen? Rein visuell sieht es aus wie ein Karamellbomb, ja, also Karamell und Pekannüsse. Also es ist... Mach auf. Milch mit Smooth Karamell und Pekannüsse. Mach es auf, mach es auf. Ja, ich arbeite dran. Es ist nicht... Es ist mit Akasha-Sicherung. Hätte ich dein Messer? Nein, ich brauche kein Messer. Ja, also man könnte, der Mitarbeiter hatte recht, es sieht aus wie eine, ein bisschen schon wie eine Schildkröte. Oder ein großer Köttel. Wir werden jetzt den Saibo zum Schweigen bringen. Ich werde dieses auch einmal probieren. Es ist lecker. Richtig lecker. Mhm. Oh, es ist richtig lecker. Absolut cremiges Milchkaramell im oberen Teil und unten ja nicht gemahlen, sondern mehr geraspelte Pekannüsse. Und umhüllt von Milchschokolade. Eine richtig gute Komposition. Also lecker. Super. Wenn man Karamell mag, eine Empfehlung für jeden. Super. Das war's zu Dezember. Vernasche die Weltbox. Die hat mir bis jetzt von den... Ja, das ist jetzt die vierte Vernasche die Weltbox, die wir unboxen. Ja. Und hat mir tatsächlich am besten gefallen. Ja. Von all denen. Und ich freue mich wirklich richtig über diese Big Mac Soße. Ich habe das noch nie irgendwo gesehen, dass man das kaufen kann. Nee, ja, auch nicht. Ja, gibt es ja auch nur in Kanada. Ja, und ich freue mich total, dass wir das jetzt haben. Ja, ich auch. Voll, wir werden das demnächst mal ausprobieren. Na gut, wer keinen Big Mac mag, ne, für den ist das wahrscheinlich nichts. Aber diese Soße, diese gelbliche,
Ich wüsste auch nicht, womit man das vergleichen kann, mit einem Snackdressing oder dergleichen. Aber ich freue mich sehr, dass wir das gekriegt haben, auch über diese anderen Sachen. Ja. Ja. Super. Eine sehr schöne Dezemberbox. Auf jeden von Fall. Von Fanasche die Welt. Definitiv. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da, gerne auch ein Abo. Nächsten Monat gibt es nämlich auch wieder eine Fanasche die Welt Box von uns. Wir sehen uns dann oder in einem anderen Let's Aufreiß oder in einem Let's Play von uns. Bis dahin macht's gut. Tschüss und auf Wiedersehen. Tschüss.